dein Schicksal in die Hand. Wir laden dich ein. Unser wunderschönes Land soll noch schöner sein. Das ist ein großes Ziel und es lohnt sich der Einsatz hier. Wenn du uns helfst an. Das ist ein großes Ziel und es lohnt sich der Einsatz hier. Wenn du uns helfen willst, bist du jung wie wir. Nimm die Zukunft in die Hand. Schöner sein. Das ist ein großes Ziel und es lohnt sich der Einsatz hier. Wenn du uns helfen willst, bist du jung wie wir. Nimm die Zukunft in die Hand. Wir laden dich ein. Sei gescheit und tolerant. Dann passt du herein. Steck eine Blume dir ins Knopfloch und fang an, dich zu freuen. Nimm die Zukunft in die Hand. Wir laden dich ein. Baut man ein Stück, an dem man sich freut. Und schon morgen ist die Welt viel schöner als heute. Ist auch das Stück noch klein, eines Tags wird es größer sein. Wir bauen alle mit, du bist nicht allein. Langsam fügt sich Stück auf Stück und schön wird das Land. Denn es reicht sich alt und jung begeistert die Hand. Wir wollen vorwärts gehen, zusammenstehen und wissen schon heut. Jeden Tag baut man ein Stück, an dem man sich freut. Nimm dein Schicksal in die Hand, wir laden dich ein, heißt's in dem Lied, das Sie gehört haben. Jawohl, am 1. März 1970 haben Sie die Gelegenheit dazu. Da werden Sie zu entscheiden haben, wie die Zukunft, Ihre Zukunft aussehen soll. Die SPÖ will aus Österreich ein modernes Land machen. Ein Land, in dem die Kinder die Chance haben, etwas Ordentliches zu werden, in dem alle Begabungen auch wahrgenommen werden. Ein Land, in dem die Menschen ohne Unterschied, ob sie arm oder reich sind, die Möglichkeit haben, gute Ärzte und gute Spitäler zu ihrer Verfügung zu haben. Ein Land, in dem die Arbeitsplätze immer moderner werden, in dem die jungen Menschen echte Chancen haben. Hunderttausende wollen eine bessere Wohnung haben oder überhaupt eine Wohnung bekommen. Die Sozialistische Partei hat zusammen mit den besten Fachleuten einen großen Plan entwickelt, demzufolge es möglich sein wird, die Wohnbautätigkeit zu beschleunigen, demzufolge es möglich sein wird, moderne Wohnungen zu erschwinglichen Preisen den Menschen zur Verfügung zu stellen. Die Sozialistische Partei ist eine Partei für junge Menschen, ist eine moderne Partei. Sie will ihre Ideen verwirklichen. In den 70er Jahren soll das moderne Österreich entstehen.
Nehmen Sie Ihr Schicksal in Ihre Hand. Helfen Sie uns, so stark zu werden, dass wir unsere Pläne auch verwirklichen können. Wir laden Sie ein. Die SPÖ wird das moderne Österreich schaffen. Karl-Heinz Böhm, berühmter Sohn eines berühmten Dirigenten, Publikumsliebling bei Theater und Film, erklärte öffentlich seine Sympathie für die Sozialistische Partei, für Dr. Kreisky. Herr Böhm, warum tun Sie das eigentlich?
Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass ich glaube, dass ein verantwortungsbewusster Mensch heute nicht mehr unpolitisch leben kann, sondern am politischen Leben seines Landes aktiv Anteil nehmen muss. Auch als Schauspieler? Auch vielleicht gerade als Schauspieler, gerade als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Den Anstoß hat mir, ich habe zwar schon lange darüber nachgedacht, mich also in der Beziehung aktiv zu betätigen, obwohl ich keiner Partei und auch nicht der SPÖ angehöre. Den Anstoß dazu hat mir meine Aktion in Deutschland gegeben, an der Hunderte von Kollegen in meinem Beruf und Intellektueller aller Schichten Anteil genommen haben. Und ich glaube, einer der Prinzipien einer echt funktionellen Demokratie, also einer schöpferischen Demokratie, ist es, dass die Opposition immer wieder die Möglichkeit bekommt, selber an der Regierung zu beweisen, dass sie es besser machen kann. Das heißt, dass sie für einen Fortschritt ist. Ich glaube allein, dass der Fortschritt an und für sich sich überhaupt nur in einer Demokratie aus dem Wechselspiel zweier großer Parteien, wie es uns ja England vordemonstriert, ergeben kann. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich für eine Erneuerung in unserem Land bin, für eine Erneuerung im politischen Leben, die im Moment zumindest nur daraus entstehen kann, nachdem wir jahrelang eine große Koalition hatten und jetzt eine Einparteienregierung haben, dass die andere Partei, die momentane Opposition, selber beweisen kann, inwieweit sie den Fortschritt tatsächlich durchführen kann. Nimm dein Schicksal in die Hand, wir laden dich ein.